Zu den Klängen von Safridou gehen die SSVG Felbert und der VfB 03 Hilden in dieses Spitzenspiel der Oberliga Niederrhein. Eine wegweisende Partie, denn das Ergebnis entscheidet, ob Tabellenführer Felbert seinen 10-Punkte-Vorsprung auf Hilden ausbaut oder ob Hilden im Kampf um die Meisterschaft noch ein Lebenszeichen gibt. Dann geht's auch schon los, die Gäste in Schwarz am Ball, die SSVG in den weißen Trikots von rechts nach links. Der Querpass von Maximilian Wagner, das ist Luka Majetic und der hat viel Zeit, um zu überlegen. Zurück zu Wagner, zurechtgelegt und Marcel Lenz entschärft, 7. Minute. Ein 2:2 gab es im Hinspiel. Ein Sieg der Hildener würde den Abstand auf 7 Punkte verringern. Aber dass so eine Distanz so spät in der Saison noch überbrückbar ist, gilt als unwahrscheinlich. Knappe 20 Minuten gespielt. Robin Urban hat es aus der Distanz versucht. Nächste Situation. Nach einem Befreiungsschlag der SSVG die Gäste am Ball. Über Salim El-Fahmy kommt der Ball zum aufgerückten Robin Müller. Der verlängert unter höchstem Einsatz auf Luka Majetic. Wieder haben die Gäste viel Zeit auf der linken Bahn. In der Mitte steht El-Fahmy, aber er macht's allein und haut ihn rein. 22. Minute, die Führung für den VfB. Ein Abspiel wäre kein Abseits gewesen, aber den Pass erstmal an Duschke und Erwin Düppel vorbeizubekommen, das wäre problematisch geworden. Alles richtig gemacht, 1:0 aus Sicht des VfB. Anschließend der Freistoß, Tyler Demir. Der ist gut für den Kopf von Wagner, aber er kriegt ihn nicht platziert aufs Tor. Eine halbe Stunde ist gespielt, jetzt zeigen mal die Gastgeber ihre Offensivpräsenz. Mit einem tiefen Pass auf Yasin Kaya im Duell mit Müller und dann aus Spitzenwinkel. Die Situation noch heiß. Kaya wieder am Ball. Flanke auf Mamadou Diallo. Der vertanzt sich aber und kriegt den Ball nicht ganz aufs Tor. Ersten zwei Möglichkeiten für Felbert und die wollen natürlich mehr und kommen wieder mit Kaya. Der nimmt erstmal das Tempo raus und überlegt in aller Ruhe. Toller Pass in die Spitze, Schiebener fällt im Strafraum, Schiri Thibaut Scher lässt aber weiterspielen. Da beschwert er sich natürlich, aber die Entscheidung von Scher war die richtige. Kurz vor der Halbzeit dann nochmal die Gäste am Ball. El-Fahmy im Laufduell mit Duschke, dann kann er den Ball aufs Tor bringen, aber schießt Torwart Yannick Lenze dabei an. So geht's mit 0:1 in die Pause, das ist auch gerechtfertigt, denn die SSVG tritt ungewohnt ungefährlich gegen proaktive VfBler an. Vielleicht kommen die Gastgeber mit einer Ecke in die Spur. Jetzt am Ball wieder Kaya, wieder mit viel Ruhe. Flanke auf Max Martemis, aber der verpasst die Chance zum Ausgleich. Die Partie geht in die heiße Phase und die Intensität wird höher. Das ist gerade in den Zweikämpfen zu spüren. Ein ganz robuster ist der eingewechselte Timo Mehlich. Der wird von Demir zu Fall gebracht, das ist zu Recht. Ein Freistoß. Von der SSVG steht Mamadou Diallo bereit und nimmt Maß. Der ist abgefälscht und da ist er, der Ausgleich. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht funktioniert, dann eben per Standard. Und das mit Glück. Denn entscheidend abgefälscht hat der Gegner. Isaac Kang kriegt den Ball ganz doof auf den Rücken und macht ihn für sein Torwart Lenze unhaltbar. Knappe Stunde auf der Uhr, Felbert kommt hungrig aus der Kabine. Angestachelt durch den Treffer geht es wieder in Richtung Tor der Gäste. Hilger verpasst in der Mitte, sonst ist auch keiner da. Aufatmen für die Gäste. Das aber nur von kurzer Dauer. Erwig Düppel am Einwerfen. Majetic schluckt dem eingewechselten Remo den Ball ab und auf einmal sind die Gäste wieder am Drücker mit El-Fahmy. Der versucht es allein, aber das ist so ungefährlich. Es ist ein offener Schlagabtausch. Jetzt sind wieder die Gastgeber dran. Timo Mehlich tankt sich hier durch und bekommt schlussendlich einen Freistoß. Obendrauf gibt es Gelb für Kang, weil Trikot ziehen. Wieder eine günstige Standardposition für die SSVG. Schauen wir mal, was sie draus machen. Wieder steht Diallo bereit. Diesmal schießt aber der Kollege und der geht nur knapp am Tor vorbei. Minuten vor Schluss. Alles wartet auf den zweiten Treffer der Hausherrin. Ausgerechnet der verteilt dann aber Geschenke. Salim El-Fahmy kann die Schleife nicht öffnen. Der Abschluss zu harmlos. Die Chance auf die Führung erstmal verpasst.
eine SSVG, die in der zweiten Hälfte völlig verändert auftritt, will sich jetzt endlich mal belohnen. Der gefährliche Pass auf Erwin Düppel, ein guter Anfang, und Erwin Düppel verwandelt dann eiskalt das längst völlige 2:1. Das kommt eine Viertelstunde vor Schluss. Icebreaker dafür, der brillante Pass von Yasin Kaya, mit welcher Übersicht der agiert, ist schon stark. Und dann eben auch der Treffer aus relativ spitzen Winkel. Für den VfB ist die Partie aber noch nicht abgehakt. Die wollen ebenfalls das zweite Tor und versuchen das mit Majetic. Der kommt zu Fall, kein Elfer, sagt Tibor Cher. Das ist auch die richtige Entscheidung. Das war dann auch die letzte Aktion in diesem rasanten Topspiel. Felbert gewinnt mit 2:1 und macht einen Gigaschritt in Richtung Regionalliga.